Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch mal wieder ganz schnell hintereinander zu einer neuen Folge von OpenTX, NetGTX und mittlerweile ja auch Express LS Weekly. Ich könnte das jetzt zusammenfassen. Wenn man es nicht richtig macht, macht man es doppelt. Ja, also wer es noch nicht gemacht hat, der sollte sich die letzte Folge 122 anschauen. Da ging es um Express LRS und die sogenannten PWM-Empfänger, also die Empfänger, wo wir Servos direkt anschließen können, im Gegensatz zu den Nicht-PWM-Empfängern, den man könnte schon fast sagen, bei Express LRS den normalen Empfängern, die also nur eine serielle Schnittstelle haben, die üblicherweise in den Flight Controller geht. Jetzt habe ich in der letzten Folge im Brustton der Überzeugung, und das ist ja auch richtig, gesagt, dass wir hier an dieser seriellen Schnittstelle, wenn man mag, so einen S-Bus Decoder anschließen können, der also die 16 Kanäle, die an den Empfänger übertragen werden, tatsächlich dann in 16 PWM-Ausgänge umsetzt. Wunderbar, so schön, so gut. Dann habe ich auch über diese Empfänger hier gesprochen und da habe ich den Hinweis bekommen, ja, geht nicht beides. Kann man nicht die PWM-Ausgänge hier benutzen und gleichzeitig dann auch noch diesen S-Bus-Decoder anschließen, sodass man nicht nur 8, also bei diesem Empfänger sind es dann 8 Kanäle, sondern auch die vollen 16 Kanäle herausbekommt. Oder ich hatte ja auch noch einen anderen Empfänger gezeigt, den kleinen Radio Master ER4, das ist auch ein PWM-Empfänger mit 4 Servoausgängen, geht das hier vielleicht auch. Und ja, dazu habe ich nichts gesagt und deswegen muss ich jetzt noch mal ran. Das ist ja klar. Also fangen wir mal mit dem hier an. Der hat ja schon 8 Ausgänge. Man möchte aber vielleicht die anderen 8 auch noch benutzen. Und natürlich hat dieser Empfänger eine serielle Schnittstelle. Es hat eigentlich jeder ELS-Empfänger diese serielle Schnittstelle, auch wenn es ein PWM-Empfänger ist. Und hier bei diesem ist es dann auch so richtig beschriftet. Da steht Minus, Plus, RX und TX. Gucken, ob man das hier lesen kann. Man kann es zumindest erahnen, würde ich sagen. Ja, okay. Und wer sich diesen Empfänger original von Radio Master kauft, der bekommt sogar noch ein entsprechendes Adapterkabel für diesen etwas komischen Stecker, dessen Bezeichnung ich schon wieder vergessen habe, mitgeliefert. Und das sieht folgendermaßen aus. Da haben wir also hier diesen passenden Stecker und hier ganz normal einen JR-Stecker. Und das ist geschickterweise so gemacht, dass natürlich Plus und Minus hier entsprechend herausgeführt werden. Aber wenn man das mal vergleicht, dann sieht man, dass das weiße Kabel ganz rechts auf den ganz rechten Pin der seriellen Schnittstelle geht und da ist TX. Das ist also der Pin, wo etwas herauskommt aus dem Empfänger. Und da haben wir ja beim letzten Mal gelernt, wenn ich das dann umstelle auf S-Bus in der Konfiguration des Empfängers, dann habe ich hier das S-Bus-Signal und ich kann das tatsächlich. Was hat sich das hier verheddert? Das gibt es ja gar nicht. Dann kann ich das tatsächlich auch hier. Oh, jetzt geht ja schon aus dem Leim. Dann kann ich das tatsächlich auch hier anschließen. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich ziehe den hier ab und schließe den hier an. Wie rum? Masse nach oben. So. Und klar, man hat natürlich die ersten 8 Kanäle jetzt gedoppelt. Die hat man sowohl hier als auch hier, aber man hat die anderen. Kleiner Spoiler, ich werde natürlich auch noch eine Folge machen in Zukunft, wie man 32 Kanäle übertragen kann. Das ist natürlich keine Out-of-the-Box-Lösung mehr, sondern das ist dann wieder eine Bastellösung. Aber hier ist es ja Out-of-the-Box mit den 16 Kanälen. Gut, das gucken wir erstmal uns an, ob das dann auch funktioniert hat. Dazu mache ich erstmal den Sender an. Lege ich mal kurz an die Seite. Jetzt hier. Unseren Empfänger. Also so.
Ja, es geht einigermaßen. Jetzt schalte ich hier wieder meinen BSC ein, also der Brushless Controller, der ist nur dazu da, um das BSC zu liefern, wie immer. Und jetzt geht er hier nicht an. Was habe ich jetzt da gemacht? Habe ich das falsch rum reingesteckt? Alles möglich, live. Aber das steckt nicht richgendrein. Aha, war irgendwie ein Kontaktproblem. Jetzt warten wir mal kurz ab, bis der sich da verbunden hat. Na, das dauert jetzt merkwürdig lange. Vielleicht war das mit dem Reset jetzt nicht so ganz richtig. Ich nehme nochmal die Stromversorgung jetzt weg und schalte nochmal ein. Ja, jetzt müssen wir einfach warten. Und genau. Und gleich probieren wir das auch nochmal mit diesem hier. Aber jetzt müsste er sich doch so langsam mal verbinden. Das ist natürlich jetzt hier wieder Vorführeffekt. Gerade nochmal kontrollieren, ob das hier im Modell dann auch richtig eingestellt ist. Doch, das funktioniert alles. Ah, jetzt hat er sich gebunden. Gut. Noch tut sich nichts, wenn ich jetzt hier an dem Knüppel bewege, aber wir wissen das ja vom letzten Mal. Der Empfänger schickt ja noch standardmäßig sein Crossfire-Protokoll raus und das kann dieser natürlich hier nicht dekodieren. Das ist ein S-Bus-Decoder, also stellen wir das gerade mal um. Gehen mal wieder hier unten auf Other Devices. Und dann finden wir den Radio Master ER8. Und dann sieht man hier oben wieder die Protokolleinstellung. Da steht CLSF. Das können wir jetzt umstellen auf S-Bus. Und jetzt funktioniert das auch. Okay, gut. Ich mache das mal gerade wieder zurück. Sonst schieße ich mich beim nächsten Mal irgendwie dann auch mal ins Knie. Okay, das war die Geschichte und das wollen wir natürlich auch sehen mit dem kleinen Empfänger. Also schalte ich das nochmal alles aus und schließe jetzt hier den kleinen ER4 an. Ich stecke das erstmal rein, bevor ich weiterrede. Männer können hier nicht zwei Sachen auf einmal machen, da geht immer irgendwas schief. Deswegen erstmal reinstecken. Jawohl, das ist soweit in Ordnung. Ja, und hier habe ich den einfach auf so einen Servoausgang gesteckt. Ja, nicht so ganz einfach. Also bitte jetzt nicht die Folge jetzt hier verlassen. Es ist entscheidend, welchen PWM-Ausgang wir dafür nehmen. Und ich habe jetzt in dem Fall den PWM-Ausgang 2 genommen. Das hat bestimmte Gründe, die erkläre ich gleich. Aber jetzt gucken wir uns erstmal auch tatsächlich an, dass es funktioniert. Legen wir mal dahin und ich schalte ein. Ja, jetzt hat er auch schon gebunden. Perfekt. Das gleiche Spiel, so dass man es hier sehen kann, vielleicht ein bisschen besser. Wir starten wieder unser Express-LRS-Skript. Und besorgen uns das Menü vom Empfänger. Also wir gehen wieder ganz unten hin zu Other Devices. Und dann finden wir hier den Radio Master ER4. Radio Master ER4. Dort steht es wie üblich auf CSF. Wir stellen um auf S-Bus und warten kurz, bis da oben der Fortschrittsbalken weg ist. Und dann gucken wir mal. Jawohl. Das funktioniert. Ich stelle es auch wieder um auf CSF, sonst habe ich dann irgendwie in der nächsten Folge Probleme damit. Okay, also das funktioniert wie geplant. Jetzt die Frage, muss ich noch beantworten, warum jetzt hier
bei dem ER4 gerade der PWM-Ausgang Nummer 2. Das hat ein bisschen was mit der Hardware zu tun, mit den Chips, die da drin verbaut sind. Da ist ein ESP8255 verbaut. Das ist ein anderer Microcontroller als hier drin. Hier drin ist ein ESP32A. Beide sind tolle Microcontroller, haben natürlich auch ihre Einschränkungen. Und eine Einschränkung von diesem Microcontroller ist, dass man die serielle Schnittstelle nicht auf jedem Ausgangspin hier konfigurieren kann. Denn wir benutzen ja jetzt hier so einen PWM-Ausgang. Das ist was anderes als hier. Da hatten wir einen dedizierten seriellen Schnittstellenausgang. Und hier haben wir jetzt offensichtlich einen der PWM-Ausgänge dafür recycelt. Und das riecht ja förmlich danach, als müssten wir etwas in unserer Senderkonfiguration umändern. Und das ist etwas, was man tatsächlich dann in dem Web-Interface machen kann. Wir merken uns mal kurz, ich habe das hier angeschlossen an den PWM-Ausgang, oder beziehungsweise jetzt ist es ja eigentlich nicht mehr der PWM-Ausgang, also an, ich sage jetzt einfach mal an den Ausgang Nummer 2. Ausgang Nummer 2. Das merken wir uns. Und ich hol mal gerade die Webseite hier ins Bild. Das ist jetzt die Webseite von dem Empfänger. Da sieht man auch, wo sieht man es? Man sieht es hier. Das ist also der ER4. Und ich scroll jetzt einfach mal nach unten, beziehungsweise ich gehe hier auf Modell, auf den Modell-Tab. Also nicht bei Options, sondern bei Modell. Und da haben wir jetzt die Auflistung unserer vier Outputs, also der vier Ausgänge. Und gucken wir mal, was man da so einstellen kann. Man kann zum Beispiel hier bei Ausgang 1 einstellen, welcher Kanal dort rauskommen soll von den 16. Standardmäßig ist das natürlich auch Kanal 1, aber wer möchte, kann hier so ein Remapping vornehmen, wenn man das nicht im Sender schon gemacht hat. Das ist ja dann gleichwertig. Man kann hier auch den Mode umstellen. Da steht 50 Hertz. Das ist der normale Betriebsmode von unseren alten, klassischen, analogen Servos. Das heißt, alle 20 Millisekunden kommt ein Impuls zum Servo und bestimmt die Position des Servos. Für die ganz flinken Finger kann man diese Geschichte auch erhöhen in ihrer Frequenz bis zu 400 Hertz. Oder man kann dieses 10 kHz Duty, das lasse ich jetzt mal gerade aus. Wir wollen also nicht zu viel erklären in dieser Folge. Oder man kann den Ausgang hier ausschalten. Bei dem Ausgang Nummer 2 sehe ich aber hier unten tatsächlich die Option Serial TX. Und das ist genau das, was ich einstellen muss, damit an dem Kanal 2 dann tatsächlich das serielle Protokoll, was ich über den Sender, ja, sieht man meine Hand nicht, was ich über das Sendermenü eingestellt habe, was dann da an dem Ausgang Nummer 2 herauskommt. Und man sieht auch gleich, dass ich die Einstellmöglichkeiten für den Kanal Nummer 3 hier verloren habe. Das ist ausgegraut, weil, wenn ich hier Serial TX einstelle, bedingt das automatisch, dass hier Serial RX eingestellt ist, also der serielle Eingang. Zum Beispiel für das CRSF, wenn man es dann an einen Flight Controller anschließt. Bei Kanal oder Ausgang Nummer 4 kann ich das wieder nicht tun. Da kann ich dann nur die üblichen Sachen wählen. Also hier sieht man diese kleine Hardware-Einschränkung. Nicht jeder Ausgang lässt sich auf seriell umkonfigurieren. Ja, und wenn man das gemacht hat, dann geht man hier auf Save und dann ist der Empfänger dann auch entsprechend so konfiguriert. Und dann funktioniert das, so wie ich das gerade gezeigt habe. Jetzt würde ich ganz gerne wieder mein anderes Bild hier hervorholen. Genau, das läuft ja noch. Wo ist denn der Empfänger jetzt hin? Ah, da. jetzt funktioniert das so, dass an dem Ausgang Nummer 2 tatsächlich dann das S-Bus-Signal herauskommt. Und das kann ich dann hier mit dem S-Bus-Decoder dekodieren. Also jetzt haben wir einen Mischmasch. Wer das gerne macht, dass er
dort, wo der Empfänger montiert ist, vielleicht auch zwei Servoausgänge gerne hätte. Der kann diesen Empfänger dann dort in seinem Modell platzieren und benutzt einfach eine Busverbindung zu so einem Decoder. Die gibt es ja auch als 8-fach, wenn man nicht 16 braucht, an die Stelle, wo man die restlichen Servos dann anschließt. Ja, okay, das nochmal ein Nachtrag dazu. Ja, wie gesagt, wenn man es nicht richtig macht, muss man es zweimal machen. Also fassen wir jetzt einfach mal die beiden Folgen 122 und diese hier mit der Nummer 123 zusammen zu einer ELRS und die Bussysteme. Okay, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen was geholfen und bis zum nächsten Mal.